Heute sind wir bei einem mallorquinischen Projektentwickler, einem Deutschen, der hier wirklich richtig coole Häuser baut. Und wir haben hier ein Stadthaus, was erstmal sehr klein aussieht, aber dahinter verbirgt sich was ganz Großes. Und da hinten ist er schon, der wird mich jetzt begrüßen und ich nehme euch einfach mit. Kommt mit. So, hi. Hallo mein lieber Heinz. Hi Holger, grüß dich. Grüß dich. So, ja, Holger Schlegel, Projektentwickler hier auf Mallorca. Holger, was hast du hier Cooles gemacht? Wir haben hier ein Grundstück gekauft, sehr nahe zum Hafen in Port Andratx. In 3 Minuten sind wir in den Restaurants zu Fuß. Mit freiem Blick in die Bucht, 180 Grad Meerblick, sehen wir dann gleich. Und am unteren Ende des Grundstücks haben wir ein kleines Haus, das dürfen wir nicht abreißen, weil es hat Küstenschutz. Das ist vergleichbar mit Denkmalschutz in Deutschland. Und deswegen haben wir das jetzt saniert, um es schon mal für den Verkauf vorzubereiten. So, jetzt kriege ich ja schon direkt die erste Gänsehaut. Ja, wenn ich jetzt hier aufs Meer gucke, auf den Hafen gucke, das ist ja schon krass. Ne? Ja. Das ist ja schon top. Direkt ist mal Bombe. Einer der teuersten Quadratmeter von Spanien. Ne? Wow. Du läufst eben in 3 Minuten zu den ganzen Restaurants, du brauchst kein Auto und bist mitten im Trubel. Wow. Und hier runter, 40 Meter bis am Wasser. Also sehr cool. Okay, los, dann direkt weiter. So, dann gehen wir mal rein. Wow. Wow, wow, wow. Also das ist jetzt nicht mehr so ein normales Stadthaus, ja. Das ist schon Oberliga, oder? Wir dürften das Haus außen nicht anfassen. Also wir müssen wegen dem Küstenschutz alles lassen, wie es ist. Wir haben dann trotzdem die Fenster zumindest bodentief gemacht. Da haben wir uns arrangiert. Und innen wollten wir es als Kontrast dann so modern machen wie möglich. Okay, also das heißt jetzt in Deutschland, vielleicht mal kurz einen Vergleich zu machen. In Deutschland Denkmalschutz heißt, da wird alles vorgegeben. Was außen, was man darf, was man nicht darf. Genau. Und das ist jetzt, wie du eben schon gesagt hast, analog dasselbe. Genau. Ne? Das heißt, ich darf jetzt nicht einfach irgendwelche Fenster einbauen, wie ich will, sondern ich muss das halt abstimmen. Genau, Holzfenster, wir hatten auch nur 2 Farben zur Auswahl. Mhm. Außen, das mussten wir alles in Mintgrün machen, die Jalousien. Mhm. Und hier zum Beispiel, ja. Die 2 Säulen tragen das Dach. Dürfen wir nicht abreißen. Mhm. Wir hätten es natürlich gerne weggehabt, aber das habt ihr sehr sexy gelöst. Ja. Das habt ihr sehr sexy gelöst. Ja. Ne? Vor allen Dingen jetzt so langsam fängt er ja auch an einzurichten, genau. Ne? So dass das auch ziemlich cool dazu passt, ne? Das Ganze. Wir sind in wenigen Wochen gerade durch, ja. Wie viel Space haben wir jetzt hier in dem Wohnbereich hier unten? Also deutsche Quadratmeter sind es tatsächlich nur 112. Ich meine, es nur vom Wohnspace her? Genau, okay. Das ist nicht mehr. Und die Spanier messen ja mit den Wänden alles. Ja, ne? Ja. Da kommt also man anders. Dann auf weiß ich, 100, 140, 150. Ne? Sehr, sehr cool. Wir haben zumindest eine große Terrasse, ich glaube 75 Quadratmeter. Das Leben findet ja hier eh mehr draußen statt. Genau. Und deswegen ist es zum Aushalten. Okay, jetzt hast du ja angefangen schon einzurichten. Was ist denn jetzt so der Style, also einmal Style und Funktion, was habt ihr jetzt davor? Weil ich nehme mal an, dass die Häuser ja auch eingerichtet wahrscheinlich gekauft werden. Eingerichtet verkaufst du immer besser. Ja. Und also zum einen fehlt manchen Leuten das Vorstellungsvermögen, zum zweiten dann entweder der Geschmack oder einfach die Zeit, um sich hier was auszusuchen. Du musst in Möbelläden, dann da hast du wieder Lieferzeit und die Leute, die hier kaufen und viel Geld bezahlen, die wollen sich ins gemachte Nest setzen. Genau. Und das ist aber schon was ganz Besonderes. Ja, das Zeig Sofa. Doch mal ganz kurz, was Überzug, ist das? Den Überzug müssen wir noch mal neu machen. Aber das Sofa lässt sich hier ausklappen. Dann hast du die Liegefläche viel tiefer. Ja, sehr cool. Und hast viel Platz. Holger, maximal cool. Jetzt fallen natürlich, die sehen ja so aus wie so Tropfen, kann man fast sagen. Ne? Ja. So Tropfen. Ne? Sag mal, was kostet so ein Ding? Ich glaube, eine kostet 700 Euro. Also eine, ja. Ne? Also nicht jetzt alle, eine. Ich habe leider wenig Mitspracherecht, weil es entscheidet dann der Architekt meist über meinen Kopf hinweg. Es zeigt sich schon, dass der Architekt Geschmack hat. Ja, ne? Es schaut zumindest gut aus. Ne? Genau. Ja. So, und jetzt, das ist aber nachher, wenn es verkauft wird, alles all in. Genau, das alles mit drin. Richtig. Ne? Sehr schön, sehr cool. Also das ist der nächste Bereich hier, der schon wieder catcht und klatscht im wahrsten Sinne des Wortes. Einmal Glas, freistehende oder beziehungsweise frei hängende Treppe. Ja. Und dann gegenüberliegend natürlich wieder das Bad. Das Bad, genau. Ja? Erzähl mal, was hast du hier veranstaltet? Also das war die Idee, ein Hochbett zu machen als Kinderzimmer, aber dann hat sich da meine Tochter mit dem Architekten kurz geschlossen. Die hatten einfach die Idee, dass sie hier einen zweiten Boden einziehen, am besten aus Glas, dass der Raum nicht noch kleiner wirkt. Und da haben sie es so gebaut. Also jedes Glas hat hier, glaube ich, 300 Kilo. Haben sie mit 8 Leuten da rein, also mit Kran hochgebracht und dann mit 8 Leuten jemals da gerade durchgebracht. Ja.
Und hier siehst du halt wirklich jedes Detail, jede Feinheit ist durchdacht. Ja. Erzähl mal, was ist so der Prozess hinter so einer Nummer? Wir hatten zuerst den Abriss gemacht und dann haben wir auch, weil da ist eine Decke drin gewesen, die ist so auf 3,60 Meter Höhe gewesen, war die kaputt, haben wir die abreißen müssen, also öffnen müssen. Und dann haben wir gesehen, offen schaut es noch besser aus. Und dann mussten wir uns auch erst wieder mit dem Bauamt und mit dem Denkmal, also Denkmalschutz, Küstenschutz verständigen, dass wir das offen lassen dürften. Frage für den Teil jetzt hier, was wird der Spaß kosten? Wir haben ein, also dieses Haus, ja, jetzt, dieses Space hier. Genau, wir haben ein Gutachten. Das Gutachten ist natürlich nur theoretisch, aber von der Bank, also von der größten Gutachterfirma, von der Bank beauftragt, 4 Millionen nur für das kleine Haus. Ohne zu berücksichtigen, dass wir drüber Bauland haben. Aber das ist die Lage in Verbindung mit den ganzen Details und der hochwertigen Innenausstattung. Okay, hier hast du jetzt so einen, ich sag mal, Mehrzweckraum. Ja, ja? So, ne? So, Schlafen, Bad und sonstiges. Genau, ne? Ja. Also Mehrzweckraum, so, das heißt, hier kommt das Bett hin. Genau, dann, ja, ist der Raum auch schon voll. Dann hast du da deinen schönen Kleiderschrank. Maßangefertigten Kleiderschrank, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Hier noch die Wanne, Waschbecken. Wanne, genau. Jetzt schauen wir mal, ob sie sie richtig festgemacht, ja, haben, weil wenn sie richtig steht, geht die Tür noch auf. Perfekt. Ja, passt, prima. Perfekt. Geht auf beide Seiten auf die Tür, ne? So. Also in beide Richtungen. Genau, beide Richtungen. Hier die Dusche. Ja, das ist natürlich auch mal richtig cool, ne? Ne? Also weil du kannst dann hier sagen, ah ja, wunderbar, schön, ne? Ein bisschen wie eine Hotelsuite, ne? Schön hier ein auf. Ah, siehst du, da kommt sogar was funktioniert, runter, ne? Geht. Ja, sehr cool. Also, wie gesagt, auch wieder ebenerdige Dusche, ne? Und dann hast du hier, kannst du dann aber auch, einer kann duschen und der andere kann entspannt, genau, schön noch ein bisschen, ja, Videos gucken. Auf, ja, und die dritte in die Wanne, ne? Genau, eine dritte in die Wanne, ja, genau. Ne? Wer auch immer jetzt, genau, der oder die dritte ist, ne? Mhm. So, Holger, jetzt haben wir ja hier noch so ein cooles Jacuzzi stehen. Ja. Was passiert jetzt damit? Der wird noch positioniert und es, ja, fehlt noch die Verkleidung. Die kommt in den nächsten Tagen und eine Treppe kommt dann auch hin, dann steht er in der Ecke. Jetzt, momentan steht er noch im Weg. Ne? So, jetzt würde ich mir denken, so, oh, könnte man ja schön verkleiden mit Marmor und so weiter. Das macht halt dann doch wenig Sinn. Das wollten wir sogar machen, genau, weil da überall Technik ist, muss man noch rankommen. Und deswegen müssen wir jetzt von denen Klappen kaufen. Kostet dann alles nochmal 3.000 Euro, nur die Verkleidung. Aber dafür kommt man noch an die Technik. Ne? Wow, Wahnsinn. Erzähl mal, was mich jetzt interessiert ist, bei so einem Objekt, von dem Zeitpunkt, wo du sagst, jetzt können wir endlich starten, jetzt können wir loslegen, bis zu dem Punkt, wir sind ja noch nicht ganz an dem Punkt, aber bis zu dem Punkt, wo du sagst, so, jetzt kann ich hier meinen Koffer nehmen und die erste Nacht schlafen. Wie lange dauert sowas? Also theoretisch könnten wir es ja in 6 Monaten organisieren, ja? Aber in der Praxis dauert es dann trotzdem länger. Dann kommen die Fensternetz, dann kommt das Glas nicht, dann wird es falsch geliefert, dann springt das Glas, muss man es neu bestellen und so weiter. Wir hatten ja eh in den letzten 12 Monaten oft Lieferprobleme, ja, ja, habe ich in Deutschland, glaube ich, auch. Ja. Und dann haben sie im Sommer eher eine andere Einstellung zum Arbeiten, im August, wenn überhaupt, dann nur bis 3 und so weiter. Und deswegen haben wir jetzt 1 Jahr gebraucht. 1 Jahr? Mhm. Okay, also eigentlich doppelte Zeit. Aber dafür ist es was Besonderes. Ne? Okay, also wie ist das so, Zuverlässigkeit, wenn man hier, es gibt ja mit Sicherheit den einen oder anderen, der drüber nachdenkt, hier auf Mallorca irgendwas zu machen, wo du sagst so, ey, das, also, sind Sachen, das sind Fallen, da kannst du eben ruckzuck reinlaufen. Also die Fallen sind hauptsächlich vom Baurechtlichen her, deswegen immer guten Architekten und Anwalt und alles haben. Ansonsten mit dem Bau, weil man hört immer so, die sagen alle manana, manana, also morgen, morgen. Das ist aber hier mit dem Bau nicht schlimmer als in Deutschland. So, jetzt gibt es ja auch, also die Frage muss ich einfach nochmal stellen, Holger. Es gibt ja da draußen jetzt gerade so einige coole Immobilientypen, ja, die jetzt den Leuten sagen, ey, ihr müsst hier auf Mallorca investieren. Und ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, so investieren heißt gleich, so ich kaufe mir jetzt mal ein paar Grundstücke und dann ist das alles ganz easy, alles ganz smart, mir hier selber ein Haus zu bauen. Wie siehst du das? Ich glaube, ein Haus bauen, wenn du vor Ort bist, ist schon ein bisschen Abenteuer, gerade wenn du nicht aus dem Business kommst. Aber wenn du nicht hier lebst und machst es dann aus der Ferne, das klappt eigentlich nicht. Keine Chance. Nee. Ich würde es also nicht machen. Wir können auch ganz gleich wirklich die Botschaft senden, lasst die Finger davon. Genau. Also dann holt euch, wenn ihr Bock habt zu kaufen, dann wärst du ja zum Beispiel einer, wo ich, genau, was kriegen kann. Und das ist der Vorteil für Leute wie uns, dass wir vor Ort sind, weil die Leute sind hier bereit, mehr Aufpreis zu zahlen als in Deutschland, weil sie eben nur
zum Kaufen, zum Anschauen herkommen und nutzen das Haus oft als Zweit-Drittimmobilie und haben keine Möglichkeit, es selber zu bauen oder den Bau zu überwachen. Ja. Und deswegen hast du hier größere Margen als in Deutschland. Okay, und wenn du aber selber jetzt ein Haus bauen willst hier, dann musst du aber schon wirklich, wie du es, ja, glaube ich, schon mal gesagt hast, du musst einfach Partner haben. Du musst gute Partner haben, du musst gute Leute haben, die wirklich was drauf haben. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, der schafft es auch so, aber da brauchst du Sprachkenntnisse, du brauchst von der Materie Ahnung. Mir wäre es zu anstrengend. Mhm. Ich glaube, ich würde es nicht schaffen. Was habt ihr denn sonst noch geplant? Also das heißt, ihr habt, wenn ich das ja, ihr baut ja wirklich regelmäßig, ihr baut viel hier auf Mallorca. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Bock habe, hier was zu kaufen oder einer, der jetzt hier das Video schaut, was muss ich tun? Also wir bauen auf der ganzen Insel, hauptsächlich im Südwesten zwischen Palma und Andratx. Mhm. Hier in Andratx kriegen wir jetzt in Kürze eine Baugenehmigung für 17 Häuser im Hang auf der anderen Seite. Mhm. Wir haben noch ein größeres Grundstück hier, da können wir noch nicht drüber reden. Und wir haben was gekauft in erster Linie genau zwischen den Restaurants. Da bauen wir unten auch ein Restaurant, oben drüber eine Wohnung, also richtig schicke Wohnung auch. Und sonst bauen wir jetzt bald in der Cala Mayor Palma und Bonanova Palma 30 Wohnungen und diverse Einfamilienvillen noch. Okay, so Preisrange, wo geht's los, wenn ich jetzt sage, ich will sowas? Wohnungen gehen los, grob bei 800.000 Euro. Okay, also da können ich schon starten. Ja. Was kriege ich da so für 800.000? 800.000 kriegst du Mehrblick, komplett modern, hochwertig und gute Lage und ganz grob Größe? An die 100 Quadratmeter. Okay, also schon was Schönes, 3-4 Zimmer oder welche? Meistens 2 Zimmer, Wohnzimmer plus 2 Schlafzimmer, ne? Also 3 Zimmer insgesamt. Okay, also deutsche 3, genau, ne? Deutsche dann hier drei, sind 2 Schlafzimmer dann, ne? Okay. Ja. Cool. Und hier in der Infobox werden wir die Möglichkeit geben, Kontakt aufzunehmen mit uns. Wir leiten das dann natürlich selbstverständlich gerne weiter, wenn da der eine oder andere Bock hat, in irgendeiner Weise was in Immobilien zu investieren bzw. was sucht konkret. Weil das, was ihr hier macht, das ist natürlich wirklich absolute Endstufe. Und vor allen Dingen, was auffällig ist, eben nicht das, was alle machen. Ne? Ja. Also dieses, ihr geht schon so ein bisschen von dem Mainstream weg. Ja? Ihr versucht schon was Besonderes zu machen. Unser Architekt war auch 16 Jahre in Miami und hat auch schon in Dubai gebaut. Also er hat viele internationale Einflüsse, kommt eigentlich aus Madrid, hat da viel gebaut und baut immer ganz besonders. Und wir sprechen trotzdem fast jeden an mit unserem Geschmack. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses coole Video. Danke dir. Okay. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal abonnieren. Fetten Daumen und vor allen Dingen schreibt gerne uns einen Kommentar hier runter, wie euch dieses Video gefallen hat, wie euch das Projekt, das Objekt und vor allen Dingen auch die ganze Ausstattung gefallen hat. Und folgt uns natürlich auf den sozialen Medien, Facebook, Instagram, TikTok, wo auch immer. Wir freuen uns über eure Kommentare, eure Likes und wenn ihr uns abonniert. In diesem Sinne, macht's gut.